Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Der erfolgreiche Geschäftsführer der Motorenölfirma Liqui-Moly, Ernst Probst, hat einen klaren Standpunkt. Ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten: Wer fette Gewinne an die Aktionäre verteilt, aber Staatsknete abgreift, ist unanständig. Der Mietwagenmillionär Erich Sixt beklagte sich hingegen über staatliche Gier nach Steuergeld. Erich Sixt tauchte als Kunde der kriminellen Kanzlei Mossack Fonseca in den Panama Papers auf. Sixt schickt Gewinne aus Deutschland in die Steueroase Malta. Nun hat Sixt seine Liebe für den Staat wiederentdeckt und hat sich auch von der KfW einen Milliardenkredit besorgt. Ein Motto von Sixt lautete einst: Das Sixt, was euch geht. Die Regierung Dänemarks und Frankreichs haben nun in der Corona-Krise angekündigt: Wer Hilfe vom Staat will, darf keine Steueroasen nutzen, kein Geld aus Unternehmen ziehen und an Aktionäre verteilen oder eigene Aktien zurückkaufen. Die Linke meint, Deutschland muss Dänisch lernen. Was unsere Nachbarn können, können auch wir. Meine Fraktion hat 30 DAX-Konzerne untersucht. Sie haben über 3.800 Niederlassungen in Steueroasen gemäß Corporate Tax Haven Index. Es gibt keinen einzigen DAX-Konzern ohne Tochter in einer Steueroase. Etwa 3% dieser Briefkastenfirmen befinden sich in Gebieten der schwarzen Liste der EU, die wichtige Steueroasen gar nicht umfasst. Da stehen keine EU-Staaten wie Luxemburg drauf, keine britischen Überseegebiete und keine US-Bundesstaaten wie Delaware. Und selbst mit 0% Steuern ist man in der EU nicht automatisch Steueroase. Das ist wie, als wenn ich mit 100% Alkohol im Blut in die Polizeikontrolle fahre und behaupte, ich sei nüchtern. Spitzenreiter bei Firmen in dieser schwarzen Steuerliste ist die Deutsche Bank. Auch Lufthansa ist dabei. Lufthansa will staatliche Hilfen, aber wie bei der Pleitebank Commerzbank nur eine stille Beteiligung für den Staat. Stille Beteiligung heißt auf Deutsch Kohle rüberschieben, Klappe halten. Die Lufthansa sitzt mit Briefkastenfirmen in Panama und auf den Cayman Islands. Die sind da nicht, weil es da bessere Parkplätze für Flugzeuge gibt, sondern bessere Parkplätze für Gewinne, die sie nicht in Deutschland versteuern. Wir fordern erstens: Wer mit der Konzernmutter oder Töchtern in einer Steueroase sitzt, die von der EU gelistet wird, muss den Briefkasten dort abschrauben oder es gibt keinen Cent vom Staat. Zweitens: Wir brauchen eine strengere nationale Liste der Steueroasen, wie sie viele EU-Staaten haben, die auch Niedrig- und Nullsteuergebiete umfasst. Wer dort mit der Konzernmutter sitzt, soll Koffer packen oder es gibt keine Staatshilfen. Drittens: Wer eine Konzerntochter in einer Steueroase gemäß dieser strengeren nationalen Liste hat und Staatshilfen beantragt, soll zumindest öffentlich machen, wie hoch die Gewinne und Steuern in jedem Land sind. Damit wären weiter Geschäfte in den Niederlanden oder Irland möglich. Und lieber Kollege Otto Fricke, genau das ist auch eine Forderung der FDP im Europäischen Parlament. 10 Millionen Menschen sind bald in Kurzarbeit. Sie bekommen weniger Lohn. Viele wissen nicht mehr, wie sie ihre Mieten bezahlen sollen oder die Kinder betreuen. DAX-Konzerne wollen jedoch Dividenden von über 44 Milliarden Euro ausschütten. Die Bundesregierung sagt, sie schließt Dividenden bei Staatshilfen aus. Aber was in Deutschland immer noch geht, aber in Dänemark verboten wird, ist erst Dividende ausschütten, dann Hilfe beantragen. Wir wollen diese Abzocke beenden, auch Exzesse bei Managergehältern und Managerboni. Manager sollten bei Staatshilfen nicht mehr als das 20-fache des Arbeiters der untersten Lohngruppe verdienen. Es gibt keinen vernünftigen Grund für diese Dividendenparty. Auch Übernahmen deutscher Unternehmen wehrt man nicht mit Kurspflege ab. Dafür gibt es andere Instrumente. Der Reisekonzern TUI hat noch im Februar 300 Millionen Euro Dividende ausgeschüttet, aber nun einen Kredit der KfW über 1,8 Milliarden Euro beantragt. BMW will 1,5 Milliarden Euro Dividenden verteilen. 700 Millionen Euro davon an die Milliardäre Quandt und Klatten, die der Union jedes Jahr ein paar Euro Parteispenden dann abgeben. Gleichzeitig schickt BMW 30.000 Beschäftigte in Kurzarbeit. Der Lkw- und Bahnzulieferer Knorr Bremse verschuldet sich, um eine Dividende von 300 Millionen Euro auszuzahlen. Dividenden fließen an Milliardär Thiele. Der hat gerade 10% der Lufthansa-Aktien gekauft.
Das macht man nur, wenn man denkt, dass die Steuerzahler Lufthansa retten. Die Beschäftigten von Knorr wurden in Kurzarbeit geschickt. Verehrte Damen und Herren, Kurzarbeit wird aus der Arbeitslosenversicherung finanziert. Aber Unternehmen sparen Lohn- und Sozialabgaben. Sie halten Mitarbeiter, um die Produktion schnell wieder anzufahren. Außerdem wird der Staat bald mit einer Bürgschaft an die Arbeitslosenversicherung einspringen müssen. Das hat der Chef der Bundesagentur für Arbeit kürzlich eingeräumt. Millionen Menschen haben in Deutschland großen Zusammenhalt bewiesen. Oft sind es jene, die am wenigsten haben, die für die alte Dame in der Nachbarschaft einkaufen, die ihren Bäcker oder Friseur unterstützen. Aber es gibt Konzernbosse und Großaktionäre in Deutschland, die den Hals nicht voll genug kriegen. Wir sind solidarisch in Deutschland, aber wir sind nicht bescheuert. Es muss Schluss sein mit der Abzocke in diesem Land. Vielen Dank, Herr Kollege De Masi. Das Wort hat als nächstes für die CDU-CSU-Fraktion der Kollege Klaus-Peter Wiltsch. Herr Präsident, liebe Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Sie uns zuschauen, leider nicht auf der Tribüne, das geht nach wie vor nicht, aber wir hoffen, Sie bald wieder hier auch bei uns zu haben im Plenarsaal. Der Antrag der Linken zum Thema, wie es hier weitergeht mit wirtschaftlichen Unternehmen, muss natürlich diskutiert werden. Das ist ein Antrag, der hier eingebracht ist, aber eigentlich brauchen wir Ihre Ratschläge in diesem Bereich wirklich nicht. Ich will gleichwohl, Herr De Masi, Ihnen mal, damit das auch nicht so in der Öffentlichkeit stehen bleibt, deutlich machen, wie die Regelungen sind für Direktbeteiligung bei der Konsortialfinanzierung oder für die KfW-Unternehmenskredite. Und dort heißt es ausdrücklich, dass sich richtet an in- und ausländische Unternehmer. Das muss so sein, weil es ja auch entsprechend von der EU genehmigt werden muss und diskriminierungsfrei sein, die sich infolge von Corona in Finanzierungsschwierigkeiten befinden und die ein Vorhaben in Deutschland finanzieren. Also genau das, was wir machen überall, um zu sagen, lass uns versuchen, möglichst viel der Wirtschaftsstruktur, die wir haben, zu erhalten für die Zeit nach der Krise, nach dem Lockdown, wenn es wieder aufwärts geht in Deutschland. Und es ist ausdrücklich geregelt, dass Gewinn- und Dividendenausschüttungen während der Laufzeit des Kredits nicht zulässig sind. Das Gleiche gilt für den KfW-Unternehmerkredit. Auch hier ist geregelt, dass die Auszahlung nur erfolgen kann, wenn keine Gewinn- und Dividendenausschüttung vorgenommen wird. Die Ausnahme, die es hier gibt, ist, dass ein angemessener Unternehmerlohn an eine natürliche Person ausgezahlt werden kann. Völlig richtig, völlig sinnvolle Maßnahmen. Es gibt die Regel noch dazu, das will ich vielleicht hier noch mal anmerken, dass es noch mal überprüft wird bei weiteren Maßnahmen, dass man zum 31.12.2019 gesund und mit einer gesunden Fortführungsperspektive dagestanden haben muss. Ich hielt es für angezeigt und angemessen, wenn man diese Frist zurückdatiert auf den 31.12.2018, für die Reiseverkehrsbranche, weil wir dann die Thomas-Cook-Pleite vor der Klammer hätten, was eine fairere Beurteilung wäre. Das möge bitte im Ministerium nochmal geprüft werden. Also, Herr De Masi, ich stelle fest, Sie bekämpfen hier einen Drachen, den es nicht gibt. Sie bauen einen Popanz auf, um Ihre Klassenkampfparolen hier vorzutragen. Und da brauchen wir von Ihnen keine Belehrung. Die Union, die CDU, CSU hat hier in Deutschland die größten Köpfe und die größte Kompetenz im Bereich der Wirtschaftspolitik hervorgebracht. Ich denke Sie nur zurück an Ludwig Erhard, der das, was wir heute als soziale Marktwirtschaft feiern und was Erfolgsmodell Deutschlands war, auf den Weg gebracht hat mit den Köpfen von der Freiburger Schule. Ich will Herr De Masi, Ihnen noch sagen, schauen Sie sich doch mal um, in welcher Gesellschaft Sie sitzen. Sie sitzen hier in der SED-Fortsetzungspartei. Und eine Partei, die 44 Jahre lang
alle Machtmittel in der Hand hatte und alles regeln konnte, hat Verheerungen in diesem Land angerichtet, die so schlimm waren wie nach dem 30-jährigen Krieg hinterher. Sie haben dieses Land in Grund und Boden gerichtet, unsere neuen Bundesländer zwischen Elbe und Oder, und wollen uns hier wirtschaftspolitische Erklärungen abgeben. Das ist hanebüchen, das ist wirklich absurd. Gucken Sie sich Ihre wirtschaftspolitischen Vorbilder an, Venezuela, Kuba, Nordkorea. Da sehen Sie, wohin Sozialismus führt, wenn der in der Wirtschaftspolitik um sich greift und Wirklichkeit wird. Jetzt wollte ich erst mal ein bisschen Raum geben für Ihre Erregung. Das ist ja nie schön, wenn man den Spiegel so vorgehalten bekommt. Ich habe, Herr de Masi, eigentlich gedacht, Sie hätten vielleicht aus Ihrer Zeit im Europaparlament ein bisschen was mitgenommen. Sie waren ja da auch im Bereich des Finanzmarktes tätig und wissen doch spätestens aus dieser Zeit, wie mühsam es ist, in Europa in Fragen Wahrung des Steuersubstrats, einheitliche Finanzierungsgrundlagen, Bemessungsgrundlagen vereinheitlichen, wie schwierig es dort ist, vorwärts zu kommen, weil natürlich verschiedene, auch kleinere Länder ihre eigenen Modelle haben und es mühsam ist, mit denen zu konzentrieren. Dass wir das jetzt in der Lage, wo es um Nothilfe geht, wo wir sehen wollen, dass wir was retten von dem Bestand, den wir haben, dass wir da nicht alle ewigen Wünsche mit einpacken können und ihre Regulierungs- und Gestaltungsfantasien für Wirtschaft hier umsetzen können, ist genau der richtige Weg. Da kann ich die Regierung nur ermuntern, so weiter vorzugehen und sich auf solche Spinnereien nicht einzulassen. Was wir brauchen in Deutschland, ist Luft für Unternehmen, Luft für Eigeninitiative, Luft für Entfaltung. Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir entbürokratisieren, damit die Unternehmer nicht ständig Formulare ausfüllen, sondern sich darum kümmern können, wie wir jetzt wieder Geschäftsmodelle entwickeln, vorwärtskommen im Land. Sie wollen Unternehmer kujonieren, wir wollen das nicht. Wir wollen, dass sie was unternehmen, dass sie Arbeitsplätze schaffen und Steuereinnahmen schaffen in diesem Land, für dieses Land. Dafür treten wir an als Union, und daran arbeiten wir in dieser großen Koalition. Und deshalb behindern Sie uns nicht mehr als nötig. Sie können Ihre Anträge stellen hier, die gehen jetzt in den Ausschuss, und dann wird es eben danach abgelehnt. Wenn Sie weiter darauf bestehen, Ihren Quatsch hier vorzutragen, dann werden das immer mehr Menschen mitbekommen, und das ist gut so, denn dann sehen Sie, dass Sie überflüssig sind hier in diesem Parlament. Sie hatten zwei Generationen lang die Chance, was Blühendes aufzubauen, wie Sie ja in Ihren Ideologien das immer vorhergesagt haben. Nichts haben Sie fertiggebracht, nichts außer Verheerung, Elend, Umweltzerstörung und breite Elend, Verelendung der Massen. Das ist das, wofür Sozialismus steht, und das brauchen wir nicht in diesem Land. Dankeschön. So, vielen Dank. Wir fahren fort in der Aussprache, und das Wort hat für die Fraktion der AfD der Kollege Stefan Keuter. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer zu Hause an den Fernsehgeräten. Ja, Herr de Masi, ich bedanke mich ganz herzlich für diesen Antrag, der inhaltlich wenig substantiiert ist, aber mir die Gelegenheit gibt, zur Corona-Krise etwas zu sagen und Sie weiter zu demaskieren mit Ihrem staatssozialistischen Antrag. Sie erwarten jetzt hier von mir als Vertreter der AfD, dass ich das sofortige Ende des Shutdowns fordere, dass ich auf das gigantische Staatsversagen hinweise, dass ich auf die falschen und zu spät ergriffenen Maßnahmen der Bundesregierung eingehe, dass ich auf die Steuerverschwendung in Milliardenhöhe eingehe, dass ich eine Attacke gegen diesen staatssozialistischen Antrag der Linken reite und die Tatsache, dass die Bundesregierung derzeit die Bevölkerung mit Angst regiert. Und ich sage Ihnen, genau das werden Sie bekommen. Die Corona-Krise fordert Ihre Opfer. Auf der einen Seite die Konzerne, die mit Staatsgeldern gerettet werden müssen, alternativ in die Insolvenz gehen oder ein Kauf aus dem Ausland droht. Und auf der zweiten Seite unsere ganzen Unternehmer, die gerade leidtragend sind, insbesondere die Gastronomen, die Hoteliers und unsere Schausteller, wo gerade jahrhundertealte Tradition verloren geht. Wir haben inzwischen festgestellt, dass das Gesundheitssystem in Deutschland eben nicht überlastet ist
und dass die Bundesregierung viel zu spät gehandelt hat. Treu dem Merkel-Mantra, die Grenzen lassen sich nicht schließen, Deutschland lässt sich nicht abschotten. Dann ist viel zu hart und viel zu lange gehandelt worden. Die AfD war übrigens die einzige Fraktion, die eine automatische, regelmäßige Überprüfung der Corona-Maßnahmen gefordert hat. Dem sind Sie in diesem Hohen Haus leider nicht nachgekommen. Ja, dieser Antrag ist von Freunden linksdrehender und linker Politik geschrieben worden. Sie kämpfen gegen das Kapital. Sie bekämpfen kleine Unternehmen und Unternehmer. Für Sie ist es einfach die Krise, aus der Sie jetzt politisch Kapital schlagen wollen. Fegt gerade unsere Unternehmerschaft, die kleineren Unternehmen, den leistungsfähigen deutschen Mittelstand vom Markt. Es erfolgt eine Konzentration auf Konzerne, die Sie gerne durch einflussreiche Betriebsräte kontrollieren und steuern wollen. Viel leichter für Sie. Sie haben in unserem Vizekanzler, dem Herrn Scholz, einen willfährigen Helfer gefunden. Auch er befördert die Staatswirtschaft. Er verleibt sich gerade günstige Aktienpakete der deutschen Schlüsselindustrie ein, um damit künftige marode Haushalte sanieren zu können. Das, meine Damen und Herren, ist Staatssozialismus, und dagegen steht die AfD. Sie denken, dass die Wirtschaft eine statische Größe ist, die man nach Belieben ein- und ausschalten kann. Genauso ist es nicht. Die Wirtschaft ist ein lebender Organismus. Und wenn ein Organismus stirbt, ist er irgendwann tot, und dann lässt er sich in dieser Form nicht mehr wiederbeleben. Eine Leiche lässt sich in der Regel nicht wiederbeleben. Wir müssen dringend über die Rolle des Staates sprechen. Wir als AfD sagen, der Staat hat sich einzig und alleine auf die Schaffung von guten Rahmenbedingungen für Unternehmen und Unternehmer zu beschränken und sich nicht in das operative Geschäft einzumischen. Und jetzt zu dem Antrag der Linken. Was bitte ist daran so schlimm, wenn ein Unternehmen oder ein Unternehmer auf legale Wege versucht, seine Steuerlast zu reduzieren, Gehälter frei verhandelt, Bonifikationen für leistungsfähige Manager frei festsetzt und natürlich seine Aktionäre mit Dividenden auch entsprechend vergütet? Und was bitte ist so schlimm daran, wenn ein Unternehmen Auslandsniederlassungen gründet und betreibt? Wir Deutschen leben vom Handel. Sie, Herr De Masi, haben eben durch die Blume 30 DAX-Unternehmen hindurch Steuerhinterziehungen unterstellt. Dagegen stellen wir uns als AfD vehement und stehen hinter der deutschen Wirtschaft. Leistungsanreize müssen auch in Corona-Zeiten gelten. Arbeitnehmer und Manager dürfen in diesem Land keine Corona-Opfer werden, zumal die von Ihnen verabschiedeten, auch zeigen auf die Bundesregierung, Maßnahmen unverhältnismäßig sind und wir als AfD stark daran zweifeln, dass diese verfassungskonform sind. Herr De Masi, es besteht doch Konsens darüber, dass Staatshilfen nur Unternehmen gewährt werden können, die diese Gelder, die sie dort als Darlehen in der Regel erhalten, nicht gleich wieder entnehmen. Da brauchen wir noch gar nicht drüber zu reden. Ihr Antrag ist absolut überflüssig. Was wir viel mehr brauchen, ist eine Transparenz. Herr Bundesminister, Herr Scholz, wer bekommt wie viel Geld? Ich habe Ihre parlamentarische Staatssekretärin Riglewski exakt dreimal gefragt, und was ich erhielt, war ein dröhnendes Schweigen. Da kam da so ein Rumgedruckse, die betroffenen Unternehmen wollen nicht, dass wir darüber sprechen. Wir stehen noch in Beteiligungsverhandlungen. Wenn ich Sie darüber informiere, könnte das die Erfolge gefährden. Ich sage Ihnen, Sie entziehen sich hier bewusst der parlamentarischen Kontrolle, und das geht so in diesem Lande nicht. Das halten wir von der AfD für höchst bedenklich. Höchst bedenklich finden wir es auch, dass die AfD als größte Oppositionspartei in Zeiten der Corona-Krise in dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk überhaupt nicht, gar nicht stattfindet. Sie von den Altparteien sitzen in den Kontrollräten, in den Medienbeiräten. Und was passiert? Das Male-Model Lindner von der FDP wird medial als Opposition, handsame Opposition, lenkbar, steuerbar aufgebaut. Und ich muss jeden Abend in den Medien erleben, wie er sich Schritt für Schritt mit jeder Sendung den Positionen der AfD annähert. Die alternativlosen Maßnahmen der Bundesregierung
werden von der AfD nicht mitgetragen. Und ich sage Ihnen ganz klar, liebe Bundesregierung, ich bin ziemlich sicher, dass wir uns vor einem Untersuchungsausschuss Corona wiedersehen werden. Wenn Sie mich fragen, gehören Sie nicht vor einen Untersuchungsausschuss, sondern vor ein Strafgericht. Ich sage Ihnen, was Sie hier machen, ist, die deutsche Bevölkerung in bittere Armut zu stürzen, diesem Land irreparablen Schaden beizufügen. Wir als AfD stellen uns dagegen. Vielen Dank. So, als nächstes hat die Kollegin Kanzel Kisseltepe von der SPD-Fraktion das Wort. Bitte schön, Frau Kollegin. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Wir befinden uns in einer beispiellosen Krise. Vor wenigen Wochen hat noch niemand geahnt, in welchem Maß unser Land, unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft auf den Prüfstand gestellt wird. Doch Krisen sind auch immer Zeiten von Solidarität, und genau das erleben wir jetzt in unserem Land. Und deshalb noch mal ein riesengroßes Dankeschön an alle, die dabei helfen, diese Krise zu überwinden. Auch wir im Bundestag suchen permanent nach solidarischen Antworten auf diese Krise. Dazu gehört, dass wir in diesen schweren Zeiten einen Schutzschirm für Arbeitsplätze und Unternehmen spannen. Und wir wollen und werden die Wirtschaftsstruktur Deutschlands in ihrer ganzen Breite, vom Weltkonzern bis zum Kleinstunternehmen, unterstützen. Und wer unverschuldet jetzt in Not gerät, dem soll auch geholfen werden. Das ist Solidarität von allen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern für die Betroffenen von Corona. Und ich sage Ihnen auch, das sind die Vorzüge eines starken Staates, für den wir als SPD auch eintreten. Doch wer die Unterstützung der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler erhält, darf diese weder heute noch morgen mit Füßen treten, liebe Genossen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es wurde zu viel vom Staatssozialismus hier gesprochen. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will auch hier noch mal die Position der SPD-Bundestagsfraktion deutlich machen. Wir sind bereit zu unterstützen, doch wir akzeptieren keine Selbstbedienung von denjenigen, die sowieso schon genug haben. Und konkret heißt das, man kann nicht auf der einen Seite die Hand für Steuergelder offen halten und gleichzeitig Milliardengewinne ausschütten. Wir machen hier Politik, um Arbeitsplätze zu schützen. Wir machen keine Politik, um Dividenden für Aktionäre zu sichern. Zweitens, wer Staatshilfen erhält, darf sich nicht die Gehälter mit Bonis versilbern. Gerade die Spitzenverdiener sollten auf die Gehaltseiscreme verzichten, damit alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach der Krise auch noch einen Arbeitsplatz haben. Drittens, Staatsgeld darf nicht dafür missbraucht werden, die Aktienkurse künstlich hochzuhalten. Deshalb müssen Aktienrückkäufe der Vergangenheit angehören, damit endlich wieder Geld in die produktiven Bereiche, in produktive Investitionen fließen. Und zu guter Letzt, liebe Kolleginnen und Kollegen, wer seine Gewinne kleinrechnet, darf seine Hilfsbedürftigkeit jetzt auch nicht großrechnen. Gewinne in Steueroasen zu verstecken, ist ein höchst unsolidarischer Akt. Wer das Gemeinwesen so behandelt, kann auch keine Solidarität von der Gemeinschaft erwarten. Das ist unsere tiefste Überzeugung, und deswegen werden wir das als SPD auch im Fokus haben. Und bei allen Maßnahmen stellen wir sicher, die Mittel werden hierzulande verwendet und landen nicht auf der Karibikinsel. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Blick, das hilft immer, auf die bestehenden Hilfsmaßnahmen zeigt, dass wir schon längst damit begonnen haben. Wer beispielsweise KfW-Kredite erhält, darf keine Gewinn- und Dividendenausschüttung vornehmen. Auch versteckten Auszahlungen über die Gehälter von Geschäftsführern haben wir mit klaren
Obergrenzen verhindert. Das alles ist also bereits Regierungshandeln. Das haben wir gestern auch im Finanzausschuss ausgiebig erörtert. Und ich sage Ihnen trotzdem, sind wir weit weg vom Staatssozialismus. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bei den Maßnahmen, deren Details noch geklärt werden müssen, wird diese sozialdemokratische Handschrift auch deutlich erkennbar sein. Das sage ich hier auch ganz deutlich. Und ich will zum Schluss noch einen weiteren Punkt betonen. Wir wollen die Hilfen schnell und unbürokratisch bereitstellen, und das tun wir auch bereits. Das bedeutet aber nicht, dass wir damit unseren moralischen Kompass verlieren. Ganz im Gegenteil, wir müssen es vereinen und zusammenbringen. Und deshalb freue ich mich auch über den Beschluss unserer Fraktion, der die notwendigen Leitplanken hierfür setzt. Solidarität ist unser Leitbild als Sozialdemokratie, als SPD. Die SPD steht für eine Politik mit Gewissen. Dafür kämpfen wir schon jeher und werden das auch in Zukunft tun. Vielen Dank. So, vielen Dank, Frau Kollegin. Für die Fraktion der FDP hat das Wort der Kollege Otto Fricke, der sich noch ein bisschen auf Abstand hält, aber schon an das Pult heranschleicht. Bitte schön. Auf keinen Fall. Geschätzter Herr Vizepräsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, also der Antrag der Linken ist ein klassischer Fabio-Robin-Di-Masi-Antrag. Da sind die bösen Reichen, die Unternehmer, und die machen alles ganz schlimm. Und da sind die Armen, und denen helfen wir. Und das hört sich auf den ersten Blick auch immer gut an. Und ich will der Linken auch zugestehen, dass es ohne weiteres richtig ist, dass wir dafür sorgen müssen, dass wir in dieser Zeit dafür sorgen, dass die Hilfen dort ankommen, wo sie gebraucht werden, bei Unternehmern, aber genauso auch wie bei Arbeitnehmern, wie bei Bürgern, bei sozial Schwachen. All das muss richtig ankommen. Nur wir müssen uns klar machen, dass das, was Sie heute hier wieder vorschlagen, wieder so ein Beispiel ist. Ich baue einen Popanz auf. Und wenn man sich dann die Unterlagen, die Vorlagen anguckt, und insofern, Herr Minister, tut es mir leid, muss ich Sie sogar verteidigen, sieht man, dass das alles gar nicht so ist, wie es von den Linken beschrieben wird. Und im Gegenteil, was noch viel schlimmer ist, dass die Lösungsvorschläge der Linken arbeitnehmerfeindlich bis zum Gehtnichtmehr sind, wenn wir sie mal eben so umsetzen. Meine Damen und Herren, es ist schon sehr bemerkenswert, dass Sie sagen, ja, wir machen das so wie in Dänemark und anderen Ländern. Ja, wir haben an der Stelle für die Frage von sogenannten Steueroasen ein europäisch gemeinschaftliches Vorgehen und eine Liste. Und was macht dann die Linke? Die sagt, uns interessiert Europa gar nicht. Wir gehen national vor und wir definieren das. Wir sagen jetzt mal unseren Nachbarn, ihr seid böse Steueroasen und euch werden wir mal zeigen, wo es hingeht. Und ich stimme Ihnen sogar bei dem Punkt ausdrücklich zu, dass wir natürlich innerhalb Europas durch bestimmte Konstruktionen einen unfairen Steuerwettbewerb haben. Und nicht umsonst kritisiert das die FDP auch schon seit Jahren. Aber ich mache das jetzt einfach mal für die, die uns zuhören und gedacht haben, Mensch, der Di Masi, der hat ja so recht, der hilft uns mal, dass das richtig geht. Sie wollen also jetzt, dass wenn Unternehmen einen Sitz in einer Steueroase haben, dass sie keine Hilfe bekommen dürfen. Ist das der Hauptsitz oder ist das nur ein Sitz? Und das für ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland, wo jedes größere Unternehmen in nahezu jedem Land einen Sitz hat. Na, viel Spaß, dann können Sie schon mal die gesamten DAX-Unternehmen denen sagen, oh, ihr habt einen Sitz in einem Land, das auch eine Steueroase ist. Nach unserer Definition, Linke, wäre das übrigens auch die Niederlande dann am Ende, Herr Di Masi. Ist doch so, oder? Ja, und dann gehen wir mal hin und nehmen noch ein konkretes, einfaches Beispiel, wie Sie das machen. Dann nehmen wir nämlich das Unternehmen Airbus. Dem geht es im Moment nicht gut, weil im Moment wird nicht geflogen und die Frage, ob es neue Flugzeuge gibt, nicht geht. Airbus ist eine Holding mit Sitz, Hauptsitz in den Niederlanden. 46.000 Arbeitnehmer alleine bei Airbus in Deutschland. In der Zulieferindustrie nochmal fünfstelliger Betrag. Nach Ihrer Definition dürfte Airbus, wenn Sie Gelder beantragen, keinen einzigen Cent bekommen, weil Sie mit dem Hauptsitz in den Niederlanden sind. Ergebnis der Linken, liebe Arbeitnehmer von Airbus, ihr seid uns egal, das interessiert uns nicht. Wir warten erstmal, bis ihr euren Sitz da auflöst. Bis dahin seid ihr zwar pleite, bis dahin ist alles vorbei. Das ist die Konsequenz von gut gemeint, aber schlecht gemacht. Und meine Damen und Herren, ich will das nochmal deutlich sagen, weil das hier auch angesprochen worden ist, Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Dass da angeblich jetzt das nicht klar ist.
dass nicht klar ist, wie geht das mit Dividenden, dass nicht klar ist, wie geht das mit Bezahlung, dass nicht klar wäre an der Stelle in irgendeiner Weise, wie das mit den Steueroasen ist. Die KfW macht schon seit Jahren klare Regelungen, dass wenn Kredite vergeben werden, dass all diese Regeln über die Fragen von EU-Steueroasenbeschreibungen, über die Frage von Spitzengehältern, über die Frage von Dividenden, alles das geregelt ist. Sollte es neue Dinge geben, erwarte ich von Ihnen, Herr Finanzminister, dass wir dann Anpassungen der Regelung bekommen und dem Bundesfinanzierungsgremium auch diese Problematik dargestellt wird. Aber, meine Damen und Herren, und das möchte ich dann doch, bevor sicherlich nachher noch meine Kollegin Hessel etwas zu anderen Aspekten sagt, das möchte ich doch noch mal klarstellen. Wir werden sicher auf Dauer über den Wettbewerb im Steuerrecht und unfairen Wettbewerb reden müssen. Wir müssen aber auch erkennen, dass das auch gegen uns gelten kann. Aber jetzt in dieser Krisensituation zu versuchen, das zur Voraussetzung zu machen, riskiert nicht nur die Jobs in einzelnen Unternehmen, sondern riskiert, und da bitte ich Sie noch mal nachzudenken, riskiert am Ende das Funktionieren unserer Marktwirtschaft und das Hochfahren der Marktwirtschaft. Und das muss doch unser aller Aufgabe sein in den nächsten Wochen und Monaten. Denn jetzt kommen die eigentlichen Schwierigkeiten erst auf dem Markt, auf dem Arbeitsmarkt und bei dem, wo Bürger Angst haben, dass ihre Zukunft nicht nur von einer Krankheit, sondern von ihrer eigenen sozialen und wirtschaftlichen Existenz bedroht ist. Und das hätten Sie mit diesem Antrag sicherlich nicht erreicht. Danke. Vielen Dank. Kollege Fricke, einen Moment noch, Frau Kollegin, aber als nächstes hat tatsächlich das Wort die Kollegin Lisa Paus von Bündnis 90 Grüne. Bitte schön, das Pult ist frei für Sie. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir befinden uns seit Wochen in der Corona-Krise. Wir haben die schwerste Rezession der Nachkriegsgeschichte. Wir haben zig Milliarden schwere steuerfinanzierte staatliche Rettungspakete. Aber dennoch ist es heute in Deutschland auch so, dass 3 von 4 börsennotierten Unternehmen angekündigt haben, trotzdem Gewinne an die Aktionäre ausschütten zu wollen, darunter auch Daimler, VW, BMW. Also genau die Autokonzerne, die an diesem Dienstag im Kanzleramt beim Autogipfel milliardenschwere Abwrackprämien finanziert aus Steuermitteln eingefordert haben. Das heißt, beim Beispiel BMW, die Konzernleitung gab bekannt, man wolle rund 1,6 Milliarden Euro als Dividende an Aktionäre überweisen. Und das heißt in diesem Fall, allein Sabine Klatten und Stefan Quandt würden davon 770 Millionen Euro überwiesen bekommen, da ihnen 47% der BMW-Anteile gehören. Und das, während jetzt schon die Förderbänder stillstehen, während Mitarbeiter auf große Teile ihres Gehaltes verzichten, während das Unternehmen BMW selbst bereits staatliche Unterstützung in Form von Kurzarbeitergeld in Anspruch nimmt. Ein solches Auftreten, ein solches Handeln gegenüber der Solidargemeinschaft geht gar nicht, meine Damen und Herren. Die Automobilindustrie wäre wirklich gut beraten, ihre gesamte Haltung von Grund auf noch einmal zu überdenken. Aber ich frage mich auch, wo war da die Ansage der Bundesregierung? Liebe Bundesregierung, wie soll ein normaler Mittelständler das verstehen? Für die Inanspruchnahme staatlicher Kredite, also nicht einmal Zuschüsse, gilt inzwischen selbstverständlich, dass während der Laufzeit keine Gewinne und keine Boni ausgezahlt werden dürfen. Aber wenn man mit der Automobilindustrie über staatliche Kaufzuschüsse redet, dann ist das Zahlen von Dividenden nur am Rande Thema, als, ich zitiere Olaf Scholz, eine komplizierte Idee. Und darüber, dass alle 3, Daimler, BMW und VW zusammen laut Corporate Tax Haven Index zusammen ganze 137 Tochterfirmen in Steueroasen haben, darüber wird nicht mal ein einziges Wort verloren. Wir Grünen sind der Meinung, wer in der Krise von der Solidargemeinschaft gerettet werden möchte, der darf sich seinen Pflichten als Steuerzahler nicht durch Steuertricks und Parken von Geldern in Steueroasen entziehen, meine Damen und Herren. In Österreich haben die Grünen durchgesetzt, dass es keine Staatshilfen gibt an Unternehmen, die selbst oder deren Mutter- oder Tochterunternehmen ihren Sitz in Steueroasen haben. Dieser Ausschluss gilt zwar nur für die 12 Steueroasen, die sich auf der offiziellen schwarzen Liste der EU befinden, darunter auch die Cayman-Inseln und auch Panama. Damit sind übrigens rund 80% der real existierenden Steueroasen laut Expertenschätzungen noch nicht einmal erfasst. Aber das ist ein wichtiger Anfang, und Österreich ist nicht allein, auch Dänemark, auch Frankreich.
Aber von der Bundesregierung gibt es dazu bisher, so auch gestern erneut im Finanzausschuss, überhaupt keine Bereitschaft, sich überhaupt mit der Frage zu beschäftigen. In großen Teilen gibt es nicht einmal ein Problembewusstsein. Und dabei ist es eben hochrelevant in Deutschland. In Deutschland wären 18 von 30 DAX-Konzernen von Hilfen ausgeschlossen, wenn wir hier die österreichische Regel einführen würden, wie wir dank der Fleißarbeit der Linken nunmehr wissen. Darunter eben auch VW, Lufthansa, die bereits über direkte Staatshilfen verhandeln, und auch Adidas, die einen staatlichen Kredit über 2,4 Milliarden Euro bekommen haben. Also vermutlich liegt hier wohl der Grund für das so laute Schweigen der Bundesregierung. Und deswegen schlagen wir Grünen vor, wenn Ihnen die österreichische Lösung zu viel ist, dass Unternehmen die Staatshilfen beantragen, zu viel ist, dann machen Sie doch zumindest, dass Unternehmen, die Staatshilfen beantragen, offenlegen müssen, in welchem Land sie welchen Gewinn machen und wie viel Steuern sie zahlen. Das ist übrigens schon allein deshalb unabdingbar, weil ansonsten der Subventionsbetrug überhaupt nicht kontrollierbar ist, meine Damen und Herren. Es gibt einfach zu viel Bilanzierungstricks, mit denen man leicht das Verschieben von Staatshilfen in Steueroasen verschleiern kann. Und deswegen müssen wir das machen. Und die Unternehmen sollten sich bereit erklären, Briefkastenfirmen in Steueroasen zu schließen. Das hieße übrigens im Falle von Adidas, dass er über seine zwei Töchter in Panama nachdenken müsste und seine Gewinne nach Ländern gegliedert öffentlich machen müsste. Und jetzt mal ganz ehrlich, meine Damen und Herren von der Koalition, ich finde, das ist wirklich zumutbar. Der Fall Adidas zeigt übrigens auch noch etwas anderes. Adidas ist auch deshalb heute in einer Schieflage, weil der Konzern seit 2018 seinen Aktienwert durch eigene Aktienrückkäufe in Höhe von 3 Milliarden Euro aufgepimpt hat. Und Adidas ist wiederum kein Einzelfall an der deutschen Börse. In der Corona-Krise zeigt sich erneut, dieser kurzfristig orientierte Shareholder-Value-Kapitalismus ist eben einfach nicht krisenfest. Und deshalb, meine Damen und Herren, sollten wir darüber nachdenken, ob Aktienrückkäufe generell und nicht nur während der Programmlaufzeit wieder verboten werden sollten, wie es übrigens in Deutschland bis in die 90er Jahre der Fall war. Meine Damen und Herren, der hilflose Autogipfel hat gezeigt, wir brauchen auch klare ökologische und soziale Kriterien für die notwendigen Konjunktur- und Investitionsprogramme nach der akuten Corona-Krise. Die Unterstützung der Transformation hin zu einer CO2-neutralen Wirtschaft muss dabei zum entscheidenden Kriterium werden, denn das ist die entscheidende Aufgabe unserer Generation. Wenn wir es jetzt klug anstellen, dann können wir unsere Wirtschaft und Gesellschaft krisenfester machen und unsere Lebensgrundlagen und die unseres Planeten retten. Vielen Dank, Frau Kollegin Poos. Der nächste Redner ist der Kollege Carsten Müller für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, vor rund 6 Wochen haben wir hier im Bundestag das größte Hilfsprogramm mit ganz überwältigender Mehrheit auf den Weg gebracht, das diese Republik bisher gesehen hat. Und meine Damen und Herren, es ist ebenfalls richtig, dass, anders als es manchmal suggeriert wird, sich eben nicht nur an die Konzerne, an die Großunternehmen richtete, sondern insbesondere kleine Unternehmen, kleine mittelständische Unternehmen, Einzelselbstständige davon profitierten, und zwar nicht nur durch Kreditgewährung, sondern vor allen Dingen auch durch unmittelbaren Liquiditätszufluss, und zwar in einer rapiden Geschwindigkeit, ganz unbürokratisch. Das war eine große Leistung, und dafür möchte ich mich bei der Bundesregierung bedanken. Und meine Damen und Herren, ich möchte auch die KfW ausdrücklich erwähnen. Sie können, Herr Kollege Binning, gleich noch mal großen Beifall spenden, weil, und darüber wird, finde ich, zu leichtfertig hinweggegangen. Bei der Komplexität, die eine Bank dieser Größe zu bewältigen hat, ist es doch atemberaubend, wie dieses Institut, um das wir übrigens weltweit beneidet werden, es hinbekommen hat, zielgenau wirkungsvolle Programme innerhalb kürzester Zeit aufzusetzen und die über die Hausbanken an den Mann, an die Frau, an die Kleinunternehmerinnen und Kleinunternehmer zu bringen. Und dafür, finde ich, gebührt der KfW und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann nun wirklich ein großer Beifall. Wir haben den KfW-Schnellkredit gesehen. Der ist auf Wunsch in den ersten 2 Jahren tilgungsfrei. Wir haben den KfW-Unternehmerkredit
im Angebot und den KfW-Gründerkredit für kleine und mittlere Unternehmen und haben eine Risikoübernahme von bis zu 90% bei den beiden letztgenannten Programmen. Meine Damen und Herren, und daran sehen Sie schon, alleine an den Programmbezeichnungen, dass es eben nicht nur um Konzerne und Großunternehmen geht, um nicht zu sagen, in einigen Programmen eben gerade nicht. Was ich übrigens auch eine gute Leistung fand der Regierung, allerdings auch von weiten Teilen des Parlaments, war, dass wir außergewöhnlich kommunikativ aufgestellt waren. Und in dieser einzigartigen Situation, dass es uns gelungen ist, Hinweise, Anregungen, auch hier gerade über die Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Bundestages aufzunehmen, in den Regierungsapparat einzuspeisen und nachzusteuern, dort, wo Verbesserungsbedarf bestand. Und das spricht eben für die Handlungsfähigkeit dieser Bundesregierung, der Großen Koalition in einer so schwierigen Zeit. Möglich geworden ist das Ganze nur durch eine solide Haushaltspolitik in den vorangegangenen Jahren. Und da war es zweifelsohne die Union, die für die schwarze Null gekämpft und gestritten hat. Und die Haushaltsergebnisse der letzten Jahre haben uns erst in die Lage versetzt, entsprechend schnell und wirkungsvoll reagieren zu können mit beispiellosen Programmen. Wenn es nach den Linken gegangen wäre, über deren Antrag wir heute hier beraten, dann wäre das alles nicht möglich gewesen, weil bei Ihnen sozusagen der Spruch gilt, raus mit dem Geld, koste es, was es wolle, es kommt von alleine rein. Sie machen sich über die Einnahmenseite und auch über die Ausnahmenseite selten Gedanken. Sie wollen beglücken, Sie wollen Geld verteilen, wir wollen das nicht. Und der solide Haushalt war Voraussetzung für die gute Politik in dieser Corona-Krise. Meine Damen und Herren, zu einer guten Haushaltspolitik gehört eben auch, dass wir Steuerhinterziehung vermeiden. Dazu gibt es beispielsweise den Informationsaustausch zu Finanzkonten. Dieser hat erweislicherweise dazu beigetragen, dass es eben erheblich erschwert worden ist, Steuern abzukürzen. Und meine Damen und Herren, auch das war ein Erfolg dieser Regierung. Kommen wir zu Ihrem Antrag. Sie sprechen die Ausschüttung von Dividenden an. Da empfehle ich Ihnen einen genauen Blick in das Gesetz zur Errichtung eines Wirtschaftsstabilisierungsfonds, das wir hier vor einigen Wochen verabschiedet haben. So müssen Unternehmen, die die Mittel in Anspruch nehmen, Gewähr für eine solide und umsichtige Geschäftspolitik bieten und insbesondere einen Beitrag zur Stabilisierung von Produktionsketten und zur Sicherung von Arbeitsplätzen bieten. Das Thema Arbeitsplätze kommt in Ihrem Antrag im Übrigen praktisch gar nicht vor. Zur Sicherstellung können Auflagen mit begünstigten Unternehmen vereinbart werden und dabei kann das BMF in Einvernehmen mit dem BMWI durch Rechtsverordnung nähere Bestimmungen über die von den begünstigten Unternehmen zu erfüllenden Anforderungen explizit auch zur Ausschüttung von Dividenden und zur Vergütung von Unternehmensorganen erlassen. Und genau das passiert. Sie sprechen auch das Country-by-Country-Reporting an. Da muss ich enttäuschen, das findet bereits statt und ist insofern auch ins Werk gesetzt und wirksam. Und meine Damen und Herren, ich könnte so zum Thema Aktienrückkäufe und Vorstandsgehältern fortfahren. Ich möchte allerdings auf einen anderen Punkt in Ihrem Antrag zu sprechen kommen. Sie haben in Ihrer etwas plakativen Überschrift gesagt, wir könnten und sollten jetzt also von Dänemark lernen, mehr Dänisch sprechen. Ich habe mir erst mal genau angeguckt, wie es so in einigen Bereichen im Bereich der Steuerpolitik in Sonderheit in Dänemark läuft. In Dänemark haben wir einen Unternehmenssteuersatz, der liegt bei 22%. Er liegt damit im Übrigen nicht nur deutlich unter dem deutschen Unternehmenssteuersatz, sondern eben auch deutlich unter dem Durchschnitt der OECD und der EU. Gleichzeitig ist allerdings die Einkommensteuer in Dänemark substanziell höher als in Deutschland. Und es ist vollkommen egal, ob Sie eine Familie sind, also ob Sie Kinder im Haushalt haben oder nicht. Es gibt einheitlich einen wesentlich höheren Einkommenssteuersatz. Und das konterkariert doch eigentlich Ihre vorgeblichen Ziele, sich um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kümmern zu können. Sie zeigen alleine durch Ihre leichtfertige Überschrift, dass Ihnen das in Wahrheit vollkommen egal ist. Und meine Damen und Herren, wir haben in Deutschland also erstens eine niedrige Einkommenssteuer. Wir kümmern uns um Familien, weil wir sie steuerlich begünstigen. Und dann gucken wir auf einen anderen wichtigen Punkt. Wir haben uns ja in diesem Haus auch häufig über das Thema Mehrwertsteuer unterhalten. Und ehrlich gesagt, wenn wir uns mal im Bereich der Mehrwertsteuer an Dänemark ein Vorbild nehmen, dann müssten wir hier auf 25 Prozentpunkte erhöhen. Das wäre die Konsequenz übrigens Ihrer schlechten Vorträge und Vorschläge. Und deswegen fassen wir eins zusammen. Ihr Antrag ist weitgehend ungeeignet, sofern er beim Thema Beispiel an Dänemark neben das eine oder andere in der Überprüfung noch mal zutage führt, dann nehmen wir das auf. Das Thema
niedrigere Unternehmensbesteuerung ist ein Ansatz. Das haben Sie vielleicht auch gemeint. Ganz bestimmt nehmen wir das auf, weil wir als Union der Meinung sind, dass wir eine andere Gestaltung bei der Unternehmensbesteuerung haben müssen, damit wir aus dieser schweren Corona-Krise gut herauskommen. Und ein Letztes sei noch gesagt. Ich würde mir wünschen, dass auch Sie Ihre Abneigung gegen Großunternehmen und Konzerne insofern überwinden und einfach mal über den Tellerrand hinausschauen und die vielen 10.000, 100.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sehen, die dort beschäftigt sind. Auch deren Arbeitsplätze sind uns lieb und teuer. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Müller. Herr Kollege Binding, Sie müssen noch einen Moment warten. Dann haben wir das. Jetzt spricht für die SPD-Fraktion der Kollege Lothar Schönen Binding. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren. Ich möchte auch zunächst mich Herrn Müller anschließen und der Bundesregierung danken. Ich hätte nicht gedacht, dass man in der kurzen Zeit ein solches Programm operativ abwickeln kann. Also das muss ich ehrlich sagen, in 4 oder 6 Wochen, was da passiert ist, auch mit unserer Unterstützung, aber wir wissen, auf wen viele Ideen zurückgehen, das ist eine Wahnsinnsleistung, finde ich, muss man erwähnen, wurde schon mehrfach erwähnt, ist auch verdient. Und weil es immer viel um Geld geht, es geht auch um viel Geld, will ich Olaf Scholz besonders erwähnen, weil der muss ja irgendwie immer Ja sagen. Und falls irgendwas schief geht in ein paar Jahren, weiß ich genau, wer Schuld hatte. Das sage ich jetzt nicht, aber es ist völlig klar, so wird das Spiel funktionieren. Vielen Dank für das, was da geleistet wurde. Ich will ein Wort zum Otto Fricke sagen, weil der Otto Fricke hat ja was Gutes gesagt. Er sagt, mal angenommen, einem Unternehmen geht es schlecht und das würde jetzt die Milliarde, die das abändern würde, nicht bekommen. Und dann verlieren wir 50.000 Arbeitsplätze, weil das ein Tochterunternehmen in Panama hat. Jetzt gibt es noch eine andere Lösung. Ich würde sagen, wir sagen, wer eine passive Gesellschaft als Tochter in Panama hat, kriegt die Milliarde nicht. Jetzt können wir sagen, die 50.000 Arbeitsplätze sind weg. Oder die stille Gesellschaft in Panama wird geschlossen. Wird die stille Gesellschaft geschlossen, sind die 50 Arbeitsplätze erhalten. Das ist gutes Management. Darauf würde ich mich gerne beziehen. Und ich will eine Sache zum Klaus-Peter Wildschlagen wieder eine Frage stellen. Ob du weißt, was in einer Mottenkiste ist? Wir machen ja sehr viel. Ja. Der Staat macht sehr viel, das will ich gar nicht alles wiederholen. Chancellor Kitzelthebe hat schon gesagt, der Staat hat bewiesen, dass er hilft. Herr Kollege Binding, der Kollege Fricke würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Das Risiko gehe ich ein. Herr Kollege Binding, das Risiko können Sie ruhig eingehen. Es ist auch nett, dass Sie versuchen, wie man es im Rheinland schon sagt, jetzt hier die Zuhörer so ein bisschen zu verkasematuckeln. Aber ich habe bewusst nicht das Beispiel Panama gebracht, weil ich glaube, beim Beispiel Panama sind wir uns beide ziemlich einig, dass wir hier ein Land auf der Unternehmensliste haben, auf der Länderliste haben, genauso wie Cayman und andere, wo es einfach ganz klar sein muss, dass das nicht geht. Ich habe aber bewusst das Beispiel Niederlande gebracht und ich würde deswegen gerne wissen, weil das müssen wir klar machen. Was machen Sie denn jetzt in dem Fall, wenn Sie das sehen, was die Linken beantragen mit Airbus und mit den 46.000 Arbeitnehmern Airbus, wenn Sie sagen, ja, stimmt, die Holding, übrigens aus steuerlichen Gründen auch, wie wir beide wissen, ist in den Niederlanden. Ist es denn nach Ihrer Meinung so, dass, wenn Airbus käme, Sie dann eigentlich keine Hilfen aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds bekommen dürften oder doch? Das würde die KfW vertraglich zu verabreden haben, dass die Gelder, die dort als Kredite zur Verfügung gestellt werden, ja erstens verzinst und rückzahlbar, dass dann vertraglich verabredet werden muss, dass diese Gelder dem Unternehmensstandort Deutschland hilft. Und diesen Vertrag, der muss man dann entsprechend gestalten. Und man muss dann schauen, ob in diesem Vertrag 40 Steueroasen drinstehen, ob dann Niederlande dabei ist, sollte man im Einzelfall schauen. Gibt es da einen Kanal, der letztendlich nur dazu dient, dass unser Zuschuss oder unser günstiger Kredit, für den der Staat letztendlich haftet, dann letztendlich in den Niederlanden landet, um von dort über Irland nach Panama zu kommen, dann wäre ich der Meinung, muss der Vertrag so gestaltet sein, dass die Antwort ist, ja, Sie bekommen das Geld bei einer klugen Vertragsgestaltung. So, weiter geht's. Wir wollen, dass wenn Unternehmen
Kredite bekommen oder Hilfen vom Staat, dass sie ihren finanziellen Anteil an der Gemeinschaft auch leisten. Und wir wissen seit Jahren, dass wir mit BEPS, Country by Country, Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz, Lizenzschrankengesetz, Schwarzarbeitungsbekämpfungsgesetz, Kassenbetrugsgesetz immer dagegen vorgehen müssen, dass das halbwegs fair funktioniert. Ist es nicht schlimm, dass wir permanent so Gesetze machen müssen? Könnten nicht die Unternehmen es auch so machen, dass diese Gesetze überflüssig wären? Das wäre ein Anspruch, das hätte ich an einen halbwegs ethisch-moralisch korrekten Manager. Dass diese... Ja. Und wir wollen auch, dass die Investitionen in Deutschland, den deutschen Unternehmensstandort stärken. Das ist doch völlig klar. Das sind deutsche Steuergelder. Insofern ist das eine kluge Sache. Aber Vorsicht, nicht auf dem Rücken anderer. Wir müssen schon schauen, dass die Gemeinschaft den Einzelnen hilft. Und wenn die Krise rum ist, helfen wieder die Einzelnen der Gemeinschaft. So einfach ist das. Denn was wir hier verteilen, ist ja nicht unser Geld, sondern das Geld aller. Und wir wollen, das habe ich schon gesagt, nicht, dass dann diese Gelder letztendlich über geschickte Gestaltungen, über Steueroasen ganz woanders landen. Und das geht eben nicht, dass man hier einen Zuschuss bekommt und gleichzeitig Dividenden und ausschüttet und Aktien zurückkauft. Da ist schon viel zu gesagt worden. Und das ist auch das Gute an dem Antrag der Linken, weil der hat sozusagen jetzt zwei Ausgänge. Der eine Ausgang ist, dass die Regierung, dass wir, dass die KfW dieses Anliegen unterstützt. Und wer jetzt ein bisschen genauer nachschaut, der findet in den Merkblättern der KfW, die Merkblätter sind ja so, die muss ich ja lesen, wenn ich den Antrag machen will, dort ist genau das zu finden. Gewinne und Dividendenausschüttungen sind verboten. Die sind in, ja, manchmal hilft die Wiederholung. Ich meine, die Mottenkiste hat, ich habe mal schon drüber geredet. Ne? Und diese KfW, Corona-Hilfen, die sind eben so gestaltet, dass das verboten ist. Und zwar schon, und zwar für alle. Für alle, deshalb steht's sozusagen in dem entsprechenden Papier, das ich zeichnen muss, wenn ich den Kredit bekomme. Auch Aktienankäufe, genauso, verboten. Also das ist eigentlich schon geregelt. Wir haben aber auch das Ziel, dass natürlich Konsortialfinanzierungen eben in einer ähnlichen Weise organisiert werden, unterstützt werden, dass auch Konsortien, große Unternehmen, die meisten mittelständischen und großen Unternehmen sind groß, dass auch die liquide bleiben. Und da ist die Sache jetzt ein bisschen schwieriger, weil dort steht es eben nicht im Merkblatt, sondern dort wird es einzelvertraglich verabredet. Das habe ich schon gerade auch als Antwort auf Otto Fricke gesagt. Und diese einzelvertragliche Regelung, mit der bin ich nicht glücklich. Ich finde, wir müssten versuchen, dass diese einzelvertraglichen Regelungen dort rausgelöst werden und auch in sozusagen diese Merkblattform kommen, damit es für alle gilt. Na, du schüttelst den Kopf. Ich meine, es ist klug, alles für alle gleich zu machen, weil dann gelten die Regeln und dann ist es durchgängig. Allerdings kann man jetzt nicht sagen, es ist nichts geregelt. Die KfW hat die Chance, diese Verträge zu machen. Und das ist natürlich eine sehr gute Sache, weil man muss im Einzelfall genauer hingucken. Das haben wir schon diskutiert. Man kann, glaube ich, keine Regel finden, die jetzt die Grenze scharf zieht, ab wann eine Tochter in einem Land eine passive Gesellschaft ist, deren wegen wir einen Zuschuss verweigern müssen. Wer das von vornherein festlegen will, ist richtig schwer. Und diese europäische Liste ist ja eigentlich, man muss sagen, die ist ohne großen Wert, weil die wichtigsten Steueroasen gar nicht drinstehen. Das ist ein Vehikel, um anzudeuten, wir kümmern uns darum, aber es ist keine Lösung des Problems. Da haben wir schon oft was drüber gehört. Also insofern ist es klar, dass wir eine große Unterstützung geben wollen. Wir wollen aber auch, dass die Unterstützung zurückkommt und dass die Unternehmen sich daran erinnern, wenn die Krise rum ist. Und jetzt gibt es auch eine Sache, die würde ich unter maßlos subsumieren. Es gibt Unternehmen, die kriegen Zuschüsse, die kriegen Darlehen. Und in dieser kritischen Phase, wo der Staat sich gigantisch neu verschuldet und Wahnsinnsrisiken eingeht, was verlangen diese Unternehmen in dem Moment? Steuersenkung. Und da muss ich sagen, also man kann auch irgendwann maßlos werden. Die Steuersenkungen in dieser Phase zu fordern, halte ich für nicht in Ordnung. Wo man erkennt, wie der Staat sich um die Einzelnen kümmert, sollen die Einzelnen nicht noch mehr fordern. War das nicht. Vielen Dank, Herr Kollege Binding. Für die Fraktion der FDP hat das Wort die Kollegin Katja Hessel. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Eine Stunde Debatte über Staatshilfen, über Steueroasen und jede Fraktion hat irgendeinen Punkt gefunden, der ihr besonders wichtig war. Frau Kollegin Paus hat sich an der Automobilwirtschaft abgearbeitet. Wir sprechen viel über Dänemark, Kollege Müller. Und ich fand es sehr schön, weil mir ist dann sehr spontan vorhin eingefallen, es ist was faul im Staate Dänemark. Das ist sonst das Zitat, das wir sonst immer hier haben, wenn es darum geht, wir schauen jetzt nicht nach Dänemark, was Umsatzsteuerhöhen angeht, was Einkommensteuerhöhen angeht, sondern wir gucken gerade, was wir mit den Staatshilfen machen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Staatshilfen eine Solidarität der Steuergemeinschaft sind, die auch nicht ausgenutzt werden dürfen. Aber es ist doch, was ist denn der Sinn, warum wir diese Staatshilfen gegeben haben? Es geht darum, Arbeitsplätze zu retten, Kollege De Masi. Es geht darum, die Arbeitsplätze hier in Deutschland zu schützen. Und wenn wir vorher darauf achten, dass jeder DAX-Konzern jede irgendwie geartete Niederlassung in einem von Ihnen definierten Steueroase vorher schließt, dann, glaube ich, hätten wir uns die kompletten Maßnahmen sparen können ein Stück weit. Dann würden sie nämlich zu spät kommen. Wir hätten am Ende der Krise keine Arbeitsplätze mehr. Aber es geht doch auch darum, die Unternehmen hier zu retten. Und dann kommt, wenn man den Antrag so weiter anguckt, das, was wir sonst auch immer so haben, öffentliches Country-to-Country-Reporting. Wir sind wieder bei der Neiddebatte, wir sind wieder bei der Vergleichbarkeit, das wir jedes Mal aufs Neue hier hatten. Wir brauchen die Vergleichbarkeit für die Steuerunternehmen, für die Steuerbehörden. Die haben wir, aber wir brauchen sie nicht in der Öffentlichkeit. Und diese Argumente sind hier wohl schon des Öfteren auch ausgetauscht worden. Und dann Kollege Binding. Ich darf zum ersten Mal sagen für meinen geschätzten Kollegen Otto Fricke, er sagt hier immer was Tolles, nicht nur ab und an. Das ist immer bemerkenswert. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Steuersenkung der Unternehmenssteuerreform. Nein. Dann sind wir wieder beim Thema Unternehmenssteuerreform. Wir sind hier ein Hochsteuerland, das hat die OECD letzte Woche festgestellt. Und wenn wir international wettbewerbsfähig auch wieder nach der Krise sein wollen, werden wir um eine Unternehmenssteuerreform nicht herumkommen. Und es ist, glaube ich, auch nicht unlauter, die zu der Stelle zu fordern, wo wir momentan auch über Wettbewerbsfähigkeit nach der Krise wieder diskutieren müssen. Ich glaube, das ist auch ganz richtig und wichtig, dass wir dies nicht von unserer Agenda verlieren. Und die Unternehmen, die gerade Staatshilfen beantragen, werden auch die sein, die wahrscheinlich am Ende des Jahres keine Steuern zahlen. Da werden noch ganz, ganz andere Themen auf uns zukommen. Und dann sind wir genau bei dem Thema, das ich die Tage auch schon hatte. Eine 12-prozentige Steuersenkung von null Umsatz ist immer noch keine Hilfe für Unternehmen. Auch das ist die Zahlerei. Wir freuen uns auf weitere Beratungen für diesen Antrag. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Kollegin Katja Hessel. Bevor ich den letzten, Sebastian, noch nicht, bevor ich den letzten Redner aufrufe, möchte ich kurz zurückkommen zu den Tagesordnungspunkten 9 bis 11 und Zusatzpunkt 24, nämlich zu den Wahlen. Jetzt muss ich erst mal fragen, ob ich draußen in der Lobby zu hören bin. Die Zeit für die Wahlen sind, ja, funktioniert das? Die Zeit für die Wahlen sind gleich abgelaufen und ich muss jetzt mal fragen, ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine Stimme nicht abgegeben hat? Gut, das ist offensichtlich nicht der Fall. Ich schließe die Wahlen und ich bitte die Schriftführer und Schriftführer mit der Auszählung zu beginnen. Das Ergebnis der Wahlen wird Ihnen dann später bekannt gegeben. So. Und jetzt zum letzten Redner zu diesem Tagesordnungspunkt, Sebastian Brehm, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn das Ihr Beitrag ist, den Sie in der Krise leisten, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, dann ist es ziemlich dünn. Ihr Vorhaben mit diesem Antrag ist so durchsichtig wie die Glasscheibe Ihres politischen Schaufensters, in welchen Sie Ihren Antrag stellen. Das Ziel war irgendwie in 10 Minuten oder mal schnell einen Antrag runterzuschreiben, 1,5 Seiten. Aber ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger brauchen nicht einfach einen schnell runtergeschriebenen Antrag, damit man in die Schlagzeilen kommt, sondern sie brauchen und erwarten Ernsthaftigkeit. Und sie erwarten vor allem in der jetzigen Krise, dass wir die Probleme angehen und lösen. Und das, was Sie fordern, ist schon lange von dieser Regierungskoalition umgesetzt, und zwar besser
als in den von Ihnen erwähnten europäischen Ländern, Dänemark und in anderen. Dort in diesen Nachbarländern sind es Regierungsempfehlungen. Wir haben es ins Gesetz gegossen. Und deswegen, wenn wir das so gemacht hätten wie die anderen Länder, als Empfehlung wären Sie der Erste gewesen, der es dann kritisiert hätte. Wir haben eine entsprechende gesetzliche Regelung. Und ich wiederhole es zum dritten Mal am heutigen Tag. Vielleicht tritt dann auch ein bisschen ein Lerneffekt ein. Im Bereich der Corona-Hilfen bei den KfW-Hilfsprogrammen gibt es diese klaren Regelungen in den Ausführungsbestimmungen. Ein Blick auf die Seite des Bundesfinanzministeriums oder in die entsprechenden KfW-Blätter hilft zur Wahrheitsfindung. Erstens, Unternehmen, die einen Hilfskredit aus dem KfW-Sonderprogramm 2020 oder einem KfW-Schnellkredit erhalten, dürfen bis zur vollständigen Rückzahlung des Kredits keine Gewinne und Gewinnausschüttungen und Dividenden zahlen. Zweitens, Unternehmen, die einen Hilfskredit der KfW im Volumen von mehr als 500 Millionen, das sind übrigens die von Ihnen erwähnten Konzerne, haben, müssen sich dazu verpflichten, im Jahr 2020 keine Boni oder andere variable Vergütungen an den Vorstand zu zahlen. Und drittens, der Bund knüpft die Corona-Hilfsprogramme an strenge Auflagen, um eine zielgenaue Verwendung der Mittel zu gewährleisten und Missbrauch zu verhindern. Der Aspekt der Steuergerechtigkeit spielt bei der Vorgabe eine wichtige Rolle. Für Corona-Hilfen der KfW gilt keine Kredite an Unternehmen aus Steueroasen. Also vielleicht noch mal zum Nachlesen für Sie. Vielleicht bringt es ein bisschen was. Und der zweite Bereich, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist der von uns eingerichtete und mit 600 Milliarden ausgestattete Wirtschaftsstabilisierungsfonds als derjenige Bereich, der für große Unternehmen und Konzerne überwiegend eingerichtet wurde. Für Staatsgarantien, für staatliche Beteiligungen und für die Refinanzierung der KfW. Und hier gibt es bereits sogar gesetzlich umgesetzte Regelungen. Und da hilft auch mal ein Blick ins Gesetz, auch zur Wahrheitsfindung. Und da sind entsprechende Bedingungen gestellt. Lassen Sie mich die noch ausführen, dann können wir gerne darüber sprechen. Und die Unternehmen müssen folgende Nachweise bringen. Erstens, die Verwendung der aufgenommenen Mittel. Zweitens, die Aufnahme weiterer Kredite muss angezeigt werden. Drittens, die Vergütung der Organe des Vorstandes und des Aufsichtsrates müssen gezeigt werden. Viertens, die Ausschüttung von Dividenden. Fünftens, die Maßnahmen zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen und branchenspezifische Restrukturierungsprogramme. Also alles, was wirklich ganz scharf geregelt ist, wesentlich schärfer als in allen anderen europäischen Ländern. Wir haben das mit einer Selbstverständlichkeit umgesetzt, denn liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir deutsches Steuergeld verwenden, dann muss dieses auch in Hilfsprogramme für Deutschland und in Deutschland verwendet werden. Das ist völlig klar. Und wer hier versucht, Missbrauch zu betreiben, wird auch zur Rechenschaft gezogen. Herr Kollege Brenn, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen De Masi? Ich freue mich. Zumindest warten wir es ab. Vielen Dank, Herr Kollege Brehm, dass Sie die Frage zulassen. Ihre Rede ist auch durchaus, also man erkennt Fortschritte, finde ich, in der Qualität der Debatte. Ich möchte Sie fragen, Sie haben ja mir empfohlen, noch mal nachzulesen. Ich habe das natürlich getan. Aber ist Ihnen bekannt, dass es immer noch möglich ist, vor Beantragung von staatlichen Hilfen Dividenden auszuschütten und dann eben Staatsgelder abzugreifen und dass genau die Regelung in Dänemark darauf zielt, auch das zu unterbinden? Und welche Maßnahmen möchten Sie denn in die Wege leiten, um eben zu verhindern, dass dann Geld aus dem Unternehmen gezogen wird, was im Übrigen Arbeitsplätze in Deutschland gefährdet und man hinterher die Hand aufhält? Ja, herzlichen Dank auch für das Lob. Aber ich würde da den Punkt 4 doch mal wirklich bei den KfW-Verordnungen noch mal mit empfehlen. Und zwar, da steht auch drin, für Ausschüttungen von Dividenden, die bereits von der Hauptversammlung beschlossen worden sind. Also es gilt auch für diese Dividenden. Wenn natürlich im Januar vor der Corona-Krise Dividenden ausgeschüttet wurden, das kann man natürlich nicht mehr machen, weil das ein ganz normaler wirtschaftlicher Vorgang ist. Aber jetzt sind die gesetzlichen Regelungen so klar, dass es in diesem Zeitraum keine Ausschüttung von Dividenden gibt. Kurzarbeitergeld, was Sie übrigens immer sagen, ist ja keine staatliche Hilfe in dem Sinn, sondern es ist ja ein Beitrag der Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber. Also insofern muss man das auch anders betrachten als die KfW-Hilfsprogramme oder den Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Ich würde vielleicht fortfahren wollen und ich möchte einfach noch mal sagen, was Sie machen. Auch in Ihrer Argumentation sagen Sie, wenn ein Unternehmen, ein internationaler Konzern in einem Niedrigsteuerland einen Sitz hat,
Also zum Beispiel Niedrigsteuerland wäre auch die USA, wäre auch die Niederlande und andere. Dann dürfte man keine Staatshilfen geben. Das ist ja aber doch gerade das Merkmal eines international tätigen Unternehmens, dass eben Niederlassungen in verschiedenen Staaten der Welt da sind. Also das ist völlig in Ordnung. Klar ist natürlich, dass wir die Steueroasen aus der EU, also diese 12 Steueroasen, verwenden und dort natürlich keine Hilfen auszahlen. Aber was Sie völlig außer Acht lassen übrigens, ist, dass es notwendig ist, dass wir die großen Konzerne in Deutschland ebenfalls unterstützen, weil nämlich die Zusammenarbeit zwischen dem Mittelstand und der Zusammenhang zwischen dem deutschen Mittelstand und den Konzernen, da gibt es eine Abhängigkeit. Wenn wir das nicht machen, dann verlieren wir Arbeitsplätze in unserem Land. Und ich sage Ihnen, mit Ihrem Antrag vernichten Sie Arbeitsplätze in Deutschland. Und mit Ihrem Antrag sind Sie dann dafür verantwortlich, wenn Massenarbeitslosigkeit kommt, weil wir eben dann aus irgendwie purer linker Klassenkampfrhetorik heraus Konzerne wieder mal angreifen. Wir achten darauf, dass die gesetzlichen Regelungen eingehalten werden. Und ich will Ihnen noch einen zweiten Aspekt sagen. Lassen Sie mich noch kurz sagen, was wir darüber hinaus machen. Und das wissen Sie ja auch ganz genau. Seit 2015 ist Deutschland Vorreiter in dem sogenannten BEPS-Prozess, also in einem Aktionsplan gegen Gewinnkürzungen und gegen Gewinnverlagerungen. Und hier konnten ja ewig viel Punkte aus diesem 15-Punkte-Plan bereits umgesetzt werden. Wir diskutieren ja auch dieses Jahr zum Beispiel über die grenzüberschreitende Anzeigepflicht für Steuergestaltungsmodelle, gerade im Moment im Gesetzgebungsverfahren. Wir konnten umsetzen, dass es eine Festlegung internationaler Verrechnungspreise gibt, dass es eine Hinzurechnungsbesteuerung, ein System der Hinzurechnungsbesteuerung gibt, dass es Einschränkungen gibt, Gewinne zu verlagern durch Lizenzeinkünfte. Wir haben internationale Zinsschranken eingeführt, also alle Maßnahmen, um eben eine Steuerverlagerung in Niedrigsteuerländer zu vermeiden. Und diesen Prozess müssen Sie einfach anerkennen. Und deswegen gibt es gar nicht die Möglichkeit mehr, die Sie erwähnen, dass deutsche Konzerne wild Geld in die Welt versenden und es nicht versteuern. Übrigens zahlen die deutschen Großunternehmen mehr Steuern in Deutschland, als sie müssten. Auch da mal ein herzliches Dankeschön. Auch das sind Einnahmen, die wir jetzt wieder ausgeben können in dem Prozess der Hilfe. Ich glaube, Sie machen hier eine bewusste Verunsicherung der Bürger. Und ich glaube, was die Bürgerinnen und Bürger brauchen, ist jetzt Sicherheit. Sicherheit, dass die Arbeitsplätze in seinem Land erhalten werden. Sicherheit, dass wir weiterhin wirtschaftliche Stabilität und Wohlstand haben. Und deswegen sage ich, weniger politische Schaufenster, sondern mehr politischer Schreibtisch. Sacharbeit ist, glaube ich, jetzt angesagt. Und ich sage Ihnen, wir arbeiten hart, jeden Tag und sehr konzentriert, dass wir den Weg aus dieser sehr schweren Krise, und es wurde erwähnt, es ist die schwerste Wirtschaftskrise der Nachkriegsgeschichte, dass wir diesen Weg aus der Krise schaffen und dass wir dann eine Wettbewerbsfähigkeit erreichen. Dazu gehört übrigens auch eine Modernisierung der Unternehmensbesteuerung. Wenn ich jetzt vernommen habe, dass Sie klausuliert uns da zustimmen mit unserem Konzept, dann herzlichen Dank, dann werden wir auch in den Prozess eintreten. Ich glaube, es ist kein einfacher Weg, deswegen lassen Sie uns gemeinsam die politischen Weichenstellungen stellen und uns gemeinsam darüber unterhalten, wie wir rauskommen aus der Krise und wie wir unser Land wettbewerbsfähig bekommen und die Arbeitsplätze erhalten. Ich danke herzlich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Brehm. Ich schließe die Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt. Interfraktionell wird Überweisung.